Mir ist ziemlich kalt. War mir eigentlich die meiste Zeit über. Und das, war es eigentlich mal warm? Psychologisch warm gefühlte Wärme, wenn man die Kälte verdrängt hat. Ah. Es war, ja, wie gesagt, kalt und ich trage schon 2 Schichten Klamotten, mindestens. Sexy. Und, naja, ich hätte gedacht, es gibt, ich habe mehr Probleme damit, mit dem nicht waschen. Das ist jetzt nach 24 Stunden nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall, man kriegt eine Menge, wo man darüber nachdenken kann. Ja, wir haben gestern unser letztes Geld für Wein ausgegeben, hatten dementsprechend dann nichts zu essen. Ich wollte eigentlich die Äpfel essen, aber Simon sagte, Äpfel darf man nicht mit Alkohol mischen, warum auch immer. Ja, es ist super kalt, wir haben gestern versucht im Parkhaus zu schlafen und da war eine Jugendgang, die uns nicht rumpennern lassen wollte und dann sind wir geflohen. Und es ist einfach nur kalt, es macht keinen Spaß, wir haben noch nicht mal gebettelt. Mental sind wir am Ende, wir hatten vorhin schon einen kurzen Durchhänger in der Sonne und überlegt, alles hinzuschmeißen. Aber die Sonne ist warm, wie der Name schon sagt. Und ja, heute Abend schlafen wir in der Notunterkunft. Ja. Wir haben eigentlich keinen Bock mehr. Draußen also. Schlafen ist absolut nicht möglich bei der Temperatur hier. Und es ist einfach unglaublich langweilig. Ein paar Informationen haben wir vorher noch vom Bürgeramt geholt. Das war auch aufschlussreich, das Verhalten dort. Ja, Simon ist ganz traurig geworden und musste danach ein bisschen weinen. Ja, vielleicht kapern wir heute Abend ein Taxi und schlafen dort drin. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Definitiv. Ich möchte gerne wieder zur Arbeit gehen. Ich möchte meinen Kaffee selbst machen. Und ich möchte nicht, dass die Leute mich so angucken, als wäre ich so scheiße. Obwohl sie das vielleicht auch so tun. Ja. Ich sehe nämlich nach Privatsphäre. Ja, Privatsphäre ist gut. Das ist echt krass, die Real Life, gar nicht hat. Die Real-Life-Privatsphäre-Einstellung von Facebook in der Wirklichkeit. Eigene 4 Wände. Die Gespräche bleiben untereinander. Ja, haben wir alles nicht, haben wir alles aufgegeben. Scheiße, ist